Es war damals so immens bedeutsam für mich, dieses Land zu verlassen, in dem ich mich überhaupt nicht mehr entfalten konnte, wo ich auch merkte, dass ich immer mehr in die Enge komme und auch schon Ahnung hatte, dass ich demnächst, wenn ich dort geblieben wäre, mit meinem aufsässigen Geist im Knast gelandet wäre. Das heißt also, will ich mich verstehen, dann muss ich zunächst einmal mir die Mühe machen, die Erzählung zu verstehen, in der ich mich bewege, in die ich eingebettet wurde und die aber vielen gar nicht so gewahr ist. Sondern die haben gefragt, wie konnte aus der Gesellschaft der sesshaft gewordenen Bauern und Züchter, Tierzüchter, eine Gesellschaft werden, in der plötzlich sich einzelne Menschen so weit herausentwickelt hatten oder sich so sehr verwickelt hatten, dass die Freude daran hatten oder es für notwendig erachteten, andere Menschen wie Vieh zu behandeln. Dann dürfen sie, sollen sie unbedingt eingeladen werden, sich zu spezialisieren, aber immer mit der Rückkopplung ans Ganze. Das gelingt uns im Augenblick überhaupt nicht in dieser Absolut, Gesellschaft. absolut. Wenn es uns gelänge, die Menschen einzuladen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen, nicht gleich mit allen anderen, erstmal mit sich selbst, damit sie, und jetzt kommt es, sich selbst wiederfinden. Und wenn diese Stimme, nennen wir es mal einfach so, jetzt erstmal abgetötet wurde, dann erst bin ich abhängig, erst recht abhängig, dass mir nun andere sagen, wie Umso ich mehr. sein soll, was gut ist, wie das Ideal meiner selbst Ja. auszusehen hat. Dann bin ich wieder bei unserem Grabbeltisch, weil dann kann jeder mir ein Bild meiner selbst verkaufen. Und heute sind wir alle verführt. Es ist uns nicht gelungen, den Weg in die Freiheit zu finden. Willkommen zu einer nächsten Folge unserer Reihe Wissenschaft aus Leidenschaft. Meinen heutigen Gast vorzustellen ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, weil man kennt ihn. Es ist mir eine große Freude, heute Professor Gerald Hüther hier als Gesprächsgast zu haben. Ein Gespräch, auf das ich mich schon lange freue. Vorneweg wieder ein paar Worte zu Professor Hüther von meiner Seite und dann steigen wir ein in einen Dialog und dann freue ich mich darauf, viel auch von Professor Hüther selbst zu erfahren. Gerald Hüther wuchs auf in einem kleinen Ort Emleben in der Region Gotha, ein kleiner Ort, wo die Experimente starteten, die Experimente, die Gerald Hüther das Lebendige erkunden ließen. Das Lebendige und die Signaturen des Lebendigen haben ihn schon sehr früh fasziniert. Und es war nur konsequent, dann den Weg in die Biologie einzuschlagen. Ein Studium in Leipzig, Studium und Forschung, dann auch später in Jena, in der Biologie, Neurophysiologie, dann in der Neurobiologie, haben dann seinen Wissensdurst nach dem Lebendigen und dem Verstehen des Lebendigen zunächst einmal ein Stück weit gestillt. Aber die Reise ging weiter. Groß geworden in einer Gesellschaft, die sehr rigide Strukturen aufwies, nämlich die ehemalige DDR, erlebte er 1968 zunächst aus der Ferne, dann aber auch sogar aus der Nähe, den Prager Frühling, das Aufkommen des Freiheitsgedanken im ehemaligen Ostblock. Ein Hoffnungsschimmer für viele Menschen damals, der aber jäh zerstört wurde durch russische Panzer damals. Dort sozusagen erkennend, dass diese Freiheit, nach der er auch strebte, dort nicht möglich war, wählte er dann einen schwierigen Weg, nämlich den Weg dann aus der DDR in den Westen. Hier kam eine kleine Brücke hilfreich hinzu. Und das war das Land, aus dem ich stamme, nämlich Jugoslawien. Gerald Hüther hat in seiner fantasievollen Art ein Visum gefälscht und kam so aus dem Ostblock heraus in Jugoslawien, nach Jugoslawien, das damals eine Art Brückenstaat war. Nicht Ostblock,
aber auch nicht ganz Westen. Mein Geburtsland, das es leider nicht mehr gibt, war sozusagen für Gerhard Hüther die Brücke dann in die Freiheit. Er erhielt dort in Belgrad einen Pass, der ihm dann die Einreise nach damals in den Westdeutschen, in die Bundesrepublik ermöglichte. Hier ging die Reise weiter in der Erforschung des Lebendigen. Es ging los in Göttingen am Max-Planck-Institut, erst in den Bereichen Entwicklungsneurobiologie, dann in den Bereichen der experimentellen Neurobiologie, wo er als Professor bis 2006 lehrte, wobei aber der Forschungsschwerpunkt sich über die Zeit verlagerte. Von der reinen, tiefen Neurobiologie im Sinne von der Erforschung des Einzelzelllebens ging aber sein Blick immer mehr in die Weite. Mensch, sein Verstehen, so war sein Ansinnen, ist nicht möglich, indem wir alles über eine Zelle verstehen. Menschsein als Kategorie wollte er weitergefasst wissen. Und so ging sein Weg immer mehr in Richtung Verstehen, wie sich Gehirn entwickelt. Verstehen, was die guten Bedingungen sind für eine gute Hirnreifung. Verstehen, was das Leben eigentlich bedeutet für uns und wie wir uns gut aufstellen können in dieser Welt. Davon getragen auch dann der Präventionsgedanke, nicht nur zu erforschen, was passiert im Rahmen der Depression, sondern was führt uns in die Depression. Also immer mehr sozusagen der Fokus, der sich weitete und dadurch erst seine besondere Note erhielt im Leben von Gerhard Hüther, um dann, und hier habe ich ihn dann kennenlernen dürfen und hier war er mir auch bis heute Vorbild, dann auch diese Erkenntnisse zu übersetzen und so in die Welt zu bringen, dass auch Menschen es mitbekommen, verstehen und nachvollziehen können, die sich nicht wissenschaftlich mit dem Gehirn auseinandersetzen. Und so wurde er ein Brückenbauer, so wurde er ein Sprachrohr, so wurde er ein Übersetzer und so wurde er ein Geschichtenerzähler. Für mich war es als Student schon ein Faszinosum. Ich habe Gerhard Hüther kennengelernt über ein Büchlein, Die Biologie der Angst. Und dort war ich dann gleichsam infiziert. Und wie gesagt, bis heute ist er mir Vorbild und auch Inspiration, wenn es darum geht, wie man sein Wissen in die Welt bringt, wie man Menschen erreicht, ohne sie zu belehren, ohne sie von oben herab zu einem Leben zu nötigen oder ihnen zu erklären, wie es wirklich funktioniert. Nein, Gerhard Hüther inspiriert, er zeigt auf, er beschreibt, er analysiert, er kritisiert und er weist Möglichkeiten auf. Und so ist er nun heute jemand, der vor allem für einen Aspekt steht, nämlich die Potenzialentfaltung. Eine Akademie, die so auch benannt wurde, leitet er. Und so ist sein Schwerpunkt gleichsam entrückt, nämlich von der neurobiologischen Kleinwelt, von der Mikrowelt, von der Zelle zum Leben selbst, zum Menschsein in einer komplexen Welt. Gerald, ich freue mich riesig und begrüße dich ganz herzlich hier auf diesem Kanal. Damit, das hast du so schön gesagt und wir kennen uns ja schon länger, aber so eine hübsche Rede habe ich selten gehört und das ist ja eine richtige, also ich krieg im Herbst von der Deutschen Märchengesellschaft einen Preis, der heißt die Goldene Erbse. Nein. Da wird es, ja, das ist auch eine wissenschaftliche Auszeichnung und das wäre eine schöne Laudatio dafür gewesen. Oh, wunderschön. Wunderschön. Gerald, was mich dadurch eben, dass ich auch selber im damaligen Jugoslawien zur Welt kam und ein Stück weit diese Rigidität dieser Strukturen einer Gesellschaftsordnung kennengelernt habe, nimm uns doch einmal mit in deine Kindheit, in deine Jugend, in dein Leben im Emland und in dieser Entdeckungsreise, die dich dann sozusagen in die Welt geführt hat. Also im Nachhinein bleiben einem ja wahrscheinlich immer nur die wirklich wesentlichen Dinge in Erinnerung und die dann prägend sind.
Wir als Hirnforscher können sagen, ja, man hat im Leben immer wieder irgendwelche Probleme, da wird es da oben sehr inkohärent, da passt alles nicht mehr, da muss man eine Lösung suchen. Und das hat schon mal relativ lange gedauert angesichts der Verwirrungen, die die Neurobiologen gestiftet haben bei dem Versuch herauszufinden, wie ein Gedächtnisinhalt da oben verankert wird. Aber jetzt können wir ja sagen, ja, da gibt es immer wieder Zustände, wo es durcheinander wird. Und dann findet das Hirn oder der Mensch einen Weg, um das wieder zu ordnen. Das nennt man auf Deutsch eine Lösung für das Problem, was man da hat. Und wenn dann so ein inkohärenter Zustand im Hirn, der ja auch sehr viel Energie verbraucht, da feuern die Nervenzellen ja wie wild durcheinander, kann man regelrecht körperlich spüren, dass da alles da oben sozusagen am Lodern ist. Und man findet dann eine Möglichkeit, das wieder zu beruhigen, dass da wieder Ruhe einkehrt, weil man eine Lösung hat. Dann wird in dem Moment, wo das dann plötzlich von Energie, stark energieverbrauchend, durcheinander in ordnungsstiftend, wieder weniger energieverbrauchend, da wird die Energie frei. Und die wird offenbar benutzt, um im Hirn das so bestimmte Bereiche zu aktivieren, die die Hirnforscher dann Belohnungszentren nennen. Und bestimmte Netzwerke in Gang zu bringen, die dann auch so ein körperliches Gefühl machen. Und das ist wie eine Befreiung, dass man nun endlich aus diesem Problem rausgekommen ist und hat so eine schöne Lösung gefunden. Und die Botenstoffe, die im Hirn da ausgeschüttet werden, das wissen wir ja jetzt auch inzwischen endlich, die wirken wie Wachstumsfaktoren oder wie Hormone oder wie Dünger. Ich versuche immer, eine einfache Sprache zu finden. Die wirken wie Dünger, sodass das, was du dann im Hirn benutzt, um die Lösung zustande zu bringen, das wird dann auch noch gedüngt. Und dann wächst es besser, verbindet sich besser, es entstehen immer mehr gefestigte Netzwerke, auf die du dann zurückgreifen kannst. Und wenn du es einmal so gut hingekriegt hast, probierst es dann auch gleich noch ein zweites und ein drittes Mal. Es wird immer besser. Fahrradfahren ist sowas. Am Anfang wackelst du noch auf dem Ding rum und dann auf einmal fährst du und es geht immer besser. Und dann hast du eine Verschaltung im Hirn. Die Fahrradfahrverschaltung. Und die hat sich durch die erfolgreiche Bewältigung von ständig auftretenden Problemen beim Erlernen des Fahrradfahrens, die da entstanden sind. So, und jetzt können wir zurückgucken in meine eigene frühe Lebensgeschichte. Und da hatte ich, ich hatte kein Problem mit dem, was die Kinder heutzutage haben. Es gab niemand, der mich fördern wollte. Es gab niemand, der mir was beibringen wollte. Es gab einfach nur ein Leben mit den Erwachsenen, wo ich gemerkt habe, dass die viel zu tun hatten und die hatten auch gar keine richtige Zeit für uns. Die haben sich aber um uns gesorgt. Die haben uns gesagt, wo wir nicht hin dürfen und was wir nicht machen dürfen. Aber ansonsten durften wir alles. Und so bin ich dann immer mutiger geworden und dann natürlich in so einer Kindergruppe, da haben wir uns das Leben erschlossen. Die Eltern waren dann abends froh, wenn alle wieder da waren und im Bett lagen und das war meine Kindheit. Da kann man sich vorstellen, das ist unvorstellbar. Heute würde ich mit einem Handy getraced und getrackt und ich müsste alle Viertelstunde anrufen, ob ich noch am Leben bin. Und Gott sei Dank wissen die Eltern nicht, was wir da für Sachen gemacht haben. Also von Strohschobern 3 Meter hoch als 5-Jähriger da runtergesprungen, das hätte man sich schon beinbrechen können. Aber ist nochmal alles gut gegangen. Und so habe ich wahrscheinlich sehr viel getankt in dieser Zeit. Ich habe unendlich viele Kompetenzen erworben. Ich kann auf Bäume klettern, ich kann über Flüsse springen, ich kann im Garten umgraben, ich kann säen. Also all das, was die Erwachsenen konnten, habe ich auch gelernt. Und das, was die Kinder konnten, habe ich auch gelernt. Dann hat man so das Gefühl, wow, jetzt macht eigentlich Spaß. Wenn schon wieder ein Problem kommt, habe ich dann nicht das Gefühl gehabt, das ist furchtbar, sondern habe ich mich erinnert und habe mir überlegt, sowas hattest du doch schon mal oder könntest du das nicht eventuell mal so versuchen? Und dann probiert man das aus. Und da ja keiner dahinter steht, der das bewertet oder einem gar sagt, wie man es machen soll, hat man die Möglichkeit, spielerisch auszuprobieren, wie das Leben geht. So, das ist die Essenz. Wann hast du für dich in deiner Entwicklung gemerkt, in deiner eigenen Entwicklung, dass der Raum, der dir gegeben ist, in deiner damaligen Heimat, dass er dir nicht reicht, dass er dir nicht genug Spielraum lässt, nicht genug Entdeckungsmöglichkeiten bietet? Wann hast du sozusagen die Beengtheit der Zustände
damals für dich zum ersten Mal erfahren oder erlebt? Das ist schwer, weil während der Schule habe ich das für normal gehalten, dass das alles so abläuft, wie das abläuft. Und das hat mir auch nichts ausgemacht, dass der, ich hatte so einen Lateinlehrer und der machte immer Extempore, hieß das. Man musste dann auf, davor neben den Lehrertisch, das war so ein bisschen wie eine Bühne, und da musste man irgendwas aufsagen. Und dann brüllte der Hüter Ex auf die Bühne. So, und dann, ja, habe ich das ein bisschen lustig gefunden. Aber ich habe mich doch nicht darüber aufgeregt, dass der da so blöd war. Das ist, war doch sein Problem. Und dann habe ich da das so gut ich konnte, habe ich das gemacht. Das hat mir alles, das hat, da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass meine Entfaltungsmöglichkeiten sich reduzieren. Ich glaube, dass ich ungefähr um das Abitur herum, da stand ja dann fest, dass ich Biologie studieren will und da musste ich schon ein vernünftiges Zeugnis haben. Da habe ich mich mal auch 2 Jahre ein bisschen angestrengt, dass das da auch ordentlich lief. Und da habe ich so viel, wie ich damals gewusst habe, habe ich wohl nie wieder gewusst. Das war schon beeindruckend. Das meiste ist heute wieder alles weg, aber ein bisschen ist Gott sei Dank hängen geblieben. Und das habe ich dann für andere Dinge auch gut brauchen können. Und dann habe ich eben Glück gehabt und dieses Studium da in Leipzig machen können. Wir waren 15 Studenten im Studienjahr. Ja? 15 Studierende im Studienjahr. Ja, das ist so eine fast wie eine Einzelbetreuung, die du dann hast in so einem Haus. Natürlich hatten wir auch Staatsbürgerkunde und mussten auch Russisch da machen. Und oh Gott, da fällt man auch nicht um, wenn man sich das anhört. Das hat mich nicht so sehr affiziert und deshalb bin ich auch aus dem Studium eigentlich noch ganz locker rausgekommen. Was mich dann erschüttert hat, als ich abgehauen war, habe ich ja diese Stasi-Protokolle lesen dürfen. Und da stand drin, da gab es dann innerhalb dieses Zoologischen Instituts, gab es einen, der das alles so weitergegeben hat. Und da stand drin, Hüter tut nur so, als sei er ein Sozialist. In Wirklichkeit ist er ein Bürgerlicher. Und dann unten drunter, nicht für eine akademische Laufbahn geeignet. Wow. Da war ich nur höchstens 2 Jahre an diesem Institut, da hatten die das schon rausgefunden. Wow. Dass ich sozusagen da mich durchwurschtle. Und richtig der Tiefe, und ich konnte auch, also das war nun, was man da in Wissenschaft machen konnte, war sehr limitiert. Ja. Aber man kann auch mit wenig Geld und wenig Instrumenten interessante Fragestellungen verfolgen. Das hat mich auch noch nicht so sehr gestört. Es war dann am Ende wirklich diese Tatsache, was du da erwähnt hast, zu bemerken, dass ich in einem Land lebe, wo ich eigentlich überall überwacht werde. Wo ich dann, wenn ich wirklich mal was machen wollte, und dann wird man dann ja älter und will dann auch mal was machen, und merkt man, stößt nur an Grenzen. Es geht nicht, es lässt sich nicht umsetzen, es ist alles steif und starr und überwacht. Und dann habe ich mich dann auch so gewissen anderen Kreisen zugewandt und auch wieder nicht geahnt, was das alles für Folgen hat. Und hatte dann aber schon das Gefühl, jetzt wird es höchste Zeit, dass du dich davon machst, weil sonst schnappen die dich auch noch. Und in der Tat, das stand auch in diesen Protokollen, in diesen Stasi-Akten, er bewegt sich in Kreisen. Das war die evangelische Studentengemeinde, in denen subversive Gedanken und Vorstellungen ausgebreitet werden. Wunderbar. Und deshalb habe Glück gehabt. Ich habe dann für mich gesagt, hier halte ich das nicht mehr länger aus. Vielleicht ist es auch dieses Freiheitsgefühl, was ich am Anfang meines Lebens auf diesem Dorf hatte, was so tief war, dass ich das einfach, ich werde mich nie in meinem Leben irgendwo einzwängen lassen. Ich kann das, ich kann auch nicht in einer Großstadt leben, das bringt mich um. Und ich kann auch nicht in so engen Rahmen geführt werden. Also wenn ich bei Max Planck dann nur noch Forschungsanträge bewilligt bekomme, wenn ich auch molekularbiologische, das war dann in den 80er Jahren so, molekularbiologische Untersuchungen mit hineinnehme, obwohl ich sie gar nicht gebraucht hätte, dann habe ich das Gefühl, ich werde gegängelt, ich werde zum Objekt gemacht und dann mache ich nie mehr mit. Ja. Und da ist die Lösung, die ich da immer wieder gefunden habe, die ist dann einfach abhauen. Das ist interessant. Also es zieht sich sozusagen durch mein Leben immer wieder die Basislösung, wenn es dann so geht, ist, dass es nicht weitergeht, zertrümmere ich nicht das Bestehende, sondern ich ziehe mich einfach davon zurück. Okay. Ja, aber damals
zu entscheiden, die DDR zu verlassen, das hieß ja einen radikalen Bruch mit dem eigenen Leben, aber auch mit den sozialen Bezügen herzustellen. Wie war das für dich damals? Damir, das ist eine gute Gelegenheit, nochmal deutlich zu machen, dass wir alle unsere Entscheidungen treffen, nachdem wir individuell den Möglichkeiten, die da bestehen, eine bestimmte Bedeutung zugeordnet haben. Also die Bedeutsamkeit, die wir den Gegebenheiten zuschreiben, bestimmt, wie sehr wir uns darum kümmern und wie wir uns dafür einsetzen. Also eine Mutter, die es unglaublich bedeutsam findet, ihr Kind zu Hause in den ersten Lebensjahren zu begleiten, wird das niemals in irgendeine Einrichtung geben. Und eine Mutter, die also das ganz wichtig findet, dass sie ihre berufliche Karriere fortsetzt, wird damit nicht so eine Schwierigkeit haben, ihre berufliche Karriere fortzusetzen. Und das ist die Antwort auf diese Frage. Es war damals so immens bedeutsam für mich, dieses Land zu verlassen, in dem ich mich überhaupt nicht mehr entfalten konnte, wo ich auch merkte, dass ich immer mehr in die Enge komme und auch schon Ahnung hatte, dass ich demnächst, wenn ich dort geblieben wäre, mit meinem aufsässigen Geist im Knast gelandet wäre. Und da hatte ich keine Lust, deshalb gab es nichts Bedeutenderes, als das Land zu verlassen. Und dann tritt alles andere zurück. Da muss man, das ist eine individuelle Abwägung. Das kann, hätte auch sein können, dass ich sage, nein, das ist es mir alles nicht wert. Aber da war ich vielleicht zu sehr Freigeist, der zu sehr darunter gelitten hat. Andere Leute haben das ja da gut ausgehalten und haben auch durchaus vernünftige Sachen gemacht. Also das muss man individuell angucken und das, die, von außen kann man es nur einschätzen, wenn man die betreffende Person versucht zu verstehen, warum das für sie so bedeutend gewesen ist. Ein Aspekt, der mir dabei sehr wichtig erscheint und der lässt sich an diesem Beispiel deines Lebens sehr schön festmachen. Eine Tatsache, die für mich sehr bedeutsam ist, wenn ich in meinen Seminaren oder Vorträgen oder Vorlesungen beginne, die Persönlichkeit des Menschen zu erklären. Dann erwarten alle zunächst einmal von mir sofort diese neurobiologische Perspektive. Und es sind alle überrascht, wenn ich damit anfange zu sagen, langsam, wir alle, wenn wir in die Welt geworfen sind, sind zunächst einmal Teil einer großen Erzählung. Will sagen, der kulturelle Rahmen, der uns umgibt, in dem wir gleichsam hineingeworfen sind durch das Leben, durchdringt uns schon lange, bevor wir in die Lage versetzt werden, durch die neurobiologischen Funktionen einen Kern von Persönlichkeit auszuformen. Das heißt also, will ich mich verstehen, dann muss ich zunächst einmal mir die Mühe machen, die Erzählung zu verstehen, in der ich mich bewege, in die ich eingebettet wurde und die aber vielen gar nicht so gewahr ist, weil sie das sozusagen als gegeben hinnehmen, so wie die Luft zum Atmen, so wie das Wasser für den Fisch, das ihn trägt, so sehen viele diese Erzählung als Normalität in der Gestalt, dass sie etwas außerhalb von mir sei. Und als wenn meine Persönlichkeitsentwicklung sich unabhängig davon entfalten könnte. Und dein Beispiel zeigt für mich so eindringlich, wie bedeutsam es ist, die Erzählung, so gut wir es können, so weit zu verstehen, dass sie mir die Chance gibt, Abstand zu nehmen und unter diesen Voraussetzungen mich selbst zu beleuchten. Würdest du diese Gedanken teilen? Ja, das, ich glaube, ich würde es anders ausdrücken und würde aber auch ganz großen Wert darauf legen, dass diejenigen, mit denen ich über bestimmte Themen spreche, auch über diese Frage, wie wird unser Hirn zu dem, was es dann jetzt bei jedem Einzelnen im Kopf geworden ist, dann würde ich großen Wert darauf legen, dass er dieses Gewordensein versteht. So, und da habe ich eine eigenartige Beobachtung gemacht, als ich dann aus der damaligen DDR abgehauen war und im Westen angekommen bin und bei meinen Wissenschaftskollegen immer wieder versucht habe zu verstehen, wie die arbeiten und wie die denken, habe ich gemerkt, es ist irgendwie anders. Und das, was ich da immer wieder festgestellt habe, ist, die interessieren sich für die Phänomene.
und nehmen die Phänomene und analysieren die Phänomene. Mich haben, ehrlich gesagt, die Phänomene, die ich beobachten kann, also dass es da ein Belohnungszentrum im Hirn gibt, das hat mich nie interessiert. Ich wollte wissen, wie es die Natur geschafft hat, ein Lebewesen so auszustatten, dass das, was es als brauchbare Lösung gefunden hat, im Hirn verankert. Da ist das Belohnungszentrum irgendwie weiter hinten. Ist auch nett, wenn man darüber was weiß und was da für Botenstoffe ausgeschüttet werden. Aber das Primäre ist immer die Frage gewesen, wie hat es sich herausgebildet? Das ist ein entwicklungsbiologischer Ansatz. Und der ist im Westen, hatte ich damals den Eindruck, nie richtig gelehrt worden an den Universitäten. Der ist auch nicht weiter verfolgt worden. Der spielte aber in den Ostblockländern eine große Rolle, denn dort hatten die etwas, das nannten die historischen und dialektischen Materialismus. Und dort haben die alles, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, geschichtlich hergeleitet. Mhm. Es war völlig uninteressant, dass die Sklavenhaltergesellschaft in diesem oder in jenem Land besonders stark ausgeprägt war und wer nun der oberste Herrscher von Ägypten war, ein paar tausend Jahre vor Christus, sondern die haben gefragt, wie konnte aus der Gesellschaft der sesshaft gewordenen Bauern und Züchter, Tierzüchter, eine Gesellschaft werden, in der plötzlich sich einzelne Menschen so weit herausentwickelt hatten oder sich so sehr verwickelt hatten, dass die Freude daran hatten oder es für notwendig erachteten, andere Menschen wie Vieh zu behandeln und zu ihrem Eigentum zu machen. Mhm. Das ist die spannende Frage gewesen. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und ich spüre den sogar bis heute noch. Mhm. Heute würde ich immer noch sagen, die geben sich im Westen damit zufrieden, dass man sagt, die Ukraine ist angefallen worden und da ist der Putin muss dafür verantwortlich gemacht werden. Ja, natürlich ist das so und das ist ein furchtbares Verbrechen. Aber ich muss natürlich fragen, wie hat sich denn sowas aufbauen können? Wie konnte es so weit kommen? Ja. Wer hat da wen unterstützt und wer hat da was gemacht und dann kriege ich plötzlich ein völlig anderes Bild. Mhm. Merkst du, das ist eine Weltanschauung. Ja. Die ist dann ein bisschen anders. Ja. Ja. Kann sein, dass da in den ehemaligen Ostblockländern mehr in dieser Weise entstanden ist, auch gewachsen ist und im Westen weniger. Würde ja auch Sinn machen, weil im westlichen, nennen wir es mal, Demokratien und Gesellschaften, ist es wirklich wichtiger, dass man das Phänomen schnell erkennt und zuschnappt. Ja. Ne? Sonst kommt man nicht weiter. Ich muss ganz schnell merken, wie es hier langläuft und da muss ich mir die Rosinen rausholen. Ja. Das, im Osten machte das keinen Sinn, irgendwo zuzuschnappen, weil du konntest nur Rosinen oder irgendwas ernten, wenn du in die Partei gegangen bist. Also hast du dich daneben gestellt und hast geguckt, wie der Kuchen gebacken wird. Mhm. So, und das ist manchen heute wahrscheinlich immer noch tief in ihre Muster eingeprägt und ich finde das positiv. Also ich bin da sehr, sehr glücklich damit, weil merke, wie wenig Leute das können. Ja, ja. Dasselbe gilt auch für den Kontext, dass man überhaupt erstmal in der Lage ist zu sagen, okay, das ist jetzt hier ein Phänomen, ein Einzelteil, darum gibt es aber einen Kontext. Ich kann doch nicht mein Hirn analysieren und mich fragen, was ich dafür für Netzwerke habe, wenn ich doch weiß, dass diese Netzwerke erst im Erleben und in der lebendigen Beziehung und bei der Lösung von Problemen mit anderen Menschen herausgeformt worden sind. Ja. Das heißt, das Hirn alleine ist ja absoluter Schwachsinn, das geht ja gar nicht, sondern es ist Teil eines großen Beziehungsgefüges. Ja. Und wenn man das erstmal so akzeptiert, dann kann man sagen, okay, dann kann ich das Hirn ohne gesellschaftliche Bezüge gar nicht genauer analysieren. Ja. Dann lande ich immer in Artefakten. Und dasselbe, da habe ich es dann eigentlich für mich persönlich zunächst erstmal bemerkt, dass da ein Körper dran hängt. Ich kann doch jetzt nicht dieses Gehirn untersuchen und alles weglassen, was da unten ist, wo das doch aufs Engste wechselseitig miteinander interagiert und verbunden ist. Ja. Wir haben ja immer nur isolierte Gehirne und meist auch noch Tote.
Ja. Also die waren ja dann auch gar keine Gehirne mehr. Das war ja, ja, nur noch das übrig gebliebene, wenn man dem Hirn das genommen hat, was es lebendig macht. Ja. Und da kannst du natürlich in so einem toten Ding nicht das finden, was das ausmacht, warum das Hirn so arbeitet, wie es arbeitet. Es gibt diese schöne Metapher von Wallace, hieß der Mensch, der das mal als Vortrag präsentiert hat, ein amerikanischer Professor. Und er hat dieses schöne Beispiel der zwei jungen Fische, die im Wasser schwimmen. Und ein älterer Fisch kommt ihnen entgegengeschwommen. Als sie so auf einer Höhe waren, fragt der alte Fisch die beiden Jungs: Na Jungs, wie ist das Wasser? Sie schwimmen aneinander vorbei und nach einer Weile fragt der eine junge Fisch den anderen: Was zur Hölle ist Wasser? Und das ist, glaube ich, ein schönes Sinnbild dessen, dass Menschen, genau deine Worte jetzt bestätigend, dass Menschen anfangen, sich selbst zu analysieren, aber das Wasser, was sie trägt, dessen sich nicht mal gewahr sind. Ganz zu schweigen, dass sie erfragen könnten, wie hat sich das Wasser so ausgeformt? Wieso ist es genau so zusammengesetzt, wie es zusammengesetzt ist? Und wie prägt es mich? Und wie durchdringt es mich? Und das ist genau das, was mir so viel Freude macht und was, wie gesagt, man von einem Neurowissenschaftler scheinbar nicht erwartet. Man möchte, wenn ich also versuche, zunächst einmal zu erklären, langsam, wenn ihr eure Persönlichkeit ein Stück besser verstehen möchtet, müsst ihr ein Gefühl dafür haben, was war die Vormoderne, was war die Moderne, was war die Postmoderne, was haben wir heute? Und was davon prägt welches Menschenbild, welches Selbstbild? Was davon habe ich inhaliert, ohne mir dessen eben gewahr zu sein? Wie der Fisch des Wassers, dessen er überhaupt nicht... Ja, das ist richtig und das mache ich ja auch so. Und trotzdem habe ich gemerkt, die hören sich das an und es geht wie Schall und Rauch an ihnen vorbei, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, solche Dimensionen zu denken. Und was ich dann deshalb versuche, ist es konkret runterzubrechen auf das praktische Leben. Und da fällt mir jetzt so ein Exempel ein. Es gab in den 70er Jahren und in den 80ern hat sich das dann durchgesetzt in der Frühpädagogik im Kindergarten, einen Ansatz, der hieß situativer Ansatz. Und bis dahin war ein Kindergarten eine Gemeinschaft. Die haben gemeinsam gegessen, die haben gemeinsam gespielt. Dann haben sie sich hier im Westen darüber aufgeregt, dass die im Osten auch noch alle gemeinsam aufs Klo geschickt worden sind. Aber vielleicht war das auch ein Grund, dass man gesagt hat, sowas wollen wir nicht. Auf alle Fälle hat alles gemeinsam stattgefunden und die sind auch gemeinsam da draußen spazieren gegangen und vorne ist die Leiterin gegangen und hinten einer von den Kindern und hat die Sanitätstasche getragen oder was die Auszeichnung war, die er dafür bekommen hat. So, und da haben Kinder gelernt, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, selbstverständlich. Und dann kam der situative Ansatz und den haben Eltern in den Kindergarten gebracht als Wunsch. Und der ist dann von den frühpädagogischen, akademischen Bereichen aufgegriffen worden. Und das kann man dann ja auch wissenschaftlich noch entsprechend untersuchen und entsprechende Belege beiholen. Und der Wunsch hieß, mein Kind hat schon gefrühstückt, wenn es kommt. Das möchte nicht mehr gemeinsam mit den anderen. Es muss doch eigentlich jedes Kind dann frühstücken, wenn es Hunger hat. Und dann kam der nächste Wunsch, es muss doch jedes Kind spielen können, worauf es Lust hat. So, und dann, das ist der situative Ansatz. Wir schaffen in dem Kindergarten Ecken, wo Kinder etwas finden, womit sie sich beschäftigen können. Und Tatsache sind die Kinder dann natürlich in diese Ecken gegangen und haben da, was weiß ich, mit dem Lego gespielt und haben aber eine Erfahrung im Hintergrund gemacht, die heißt, ich brauche dazu die ganze Gruppe nicht. Ich bin hier in meiner Ecke, mir geht's gut, ich spiele mit Lego. Eigentlich sind mir die anderen vollkommen egal. Es entsteht kein Gemeinschaftsgefühl. Das ist das Beispiel mit dem Fisch. Ja. Sie schwimmen in der Gemeinschaft und es wird ihnen gar nicht bewusst, dass sie in der Gemeinschaft schwimmen. Und das wird dann häufig durch solche pädagogischen Konzepte, die da in bestimmten Phasen der Entwicklung der Gesellschaft sich herausbilden, weil eine Nachfrage entsteht. Da hat sich was im Bewusstsein der Leute auch geändert. Ja. Das bedient die Wissenschaft dann durch entsprechende Studien. Und dann wird es auch noch wissenschaftlich fundiert eingeführt. Ja. Ja. Da kann man wenig dagegen sagen. Man muss wirklich fast abwarten, bis die Folgen sichtbar werden. Und jetzt haben wir gegenwärtig sehr viele Menschen, die sich in irgendeinem Detail
wo sie sich schon seit Jahren mit beschäftigen, sehr gut auskennen, aber denen der Blick für das Ganze hoffnungslos verloren gegangen ist. Den haben sie wahrscheinlich nie gehabt. Mhm. Also bei manchen Politikern habe ich zum Beispiel das Gefühl, die kennen sich da mit ihrem Thema relativ gut aus, aber der bedenke nicht, was das für das Ganze bedeutet und wie das in das Ganze eingebettet ist. Absolut. Situativer Ansatz. Bestätigt auch nochmal, wie wichtig die Beschäftigung mit diesen frühen Phasen ist, weil hinten plötzlich was rauskommt, was man gar nicht verstehen kann. Wenn man nicht da vorne guckt, wie ist denn das überhaupt auf einmal zustande gekommen? Ja, absolut. Und ich versuche dann immer diese Brücken zu schlagen, weil das Bedürfnis zu befriedigen, jetzt auch neurobiologisch zu kommen, erkläre ich folgenden Ansatz, der auch wenig bekannt ist, aber ich finde ihn unwahrscheinlich spannend. Nämlich, wenn wir zur Welt kommen, ist ein zentraler Bereich des Gehirns, der für das Gedächtnis ja so fundamental bedeutsam ist, nämlich der Hippocampus. Der ist bei Geburt noch längst nicht fertig, aber in seinem Grundgerüst schon ganz gut aufgebaut. Und jetzt kommt's. Der Hippocampus besitzt eine Eingangspforte, dieser kleine Gyrus dentatus. Das sage ich dir natürlich nichts Neues. Ich erzähle es jetzt mehr für die Leute, die uns jetzt einfach die Menschen. Ich finde das schön, dass ich die ganzen Worte mal wieder höre. Ja. Sehr schön. Dort ist auch die Gegend, wo immer die Nervenzellen bis ins hohe Alter noch sich vermehren. Genau, genau. Und das Spannende ist jetzt, dieser Hippocampus ist bei Geburt also relativ gut strukturiert, außer genau diese Eingangspforte, dieser Gyrus dentatus, wo die ersten Informationen, die aus der Welt hineindringen, ins Gehirn erstmal ankommen, der Bereich ist unreif, völlig unreif. Und das finde ich jetzt faszinierend. Die Eingangspforte ins Gedächtnis ist bei Geburt noch besonders unreif, während der ganze Apparat drumherum, der Hippocampus als Gesamtkunstwerk, schon recht weit gediehen ist in seiner Entwicklung. Das heißt also, für mich ist das Sinnbild dafür, wie sich hier die Neurobiologie genau dieser Welt öffnet. Die sagt, diese Eingangspforte sagt nicht nur, komm hinein in mich, sondern strukturiere mich auch, ordne mich. Und ich finde, es ist ein so schönes Sinnbild bei der Frage, wie das Gehirn sich entwickelt, zu verstehen, wie hier das Gehirn, die Neurobiologie, das Gedächtnis, dieser Gyrus dentatus, diese Welt einlädt. Strukturiere mich, fülle mich, ordne mich. Das, glaube ich, ist so ein schönes Bild zu begreifen. Ohne die Umgebung, ohne die Welt, ohne die Kultur, ohne die Gemeinschaft, ohne das Normgefüge, ohne die Erzählung, in die ich hineingeworfen wurde, kann ich diesen Hirnaufbau nicht verstehen. Ja, wunderbar. Es ist auch ein schönes Beispiel für das, was ich immer Potenzialentfaltung nenne. Das ist ja auch den wenigsten Leuten klar. Die meisten denken, dass im Laufe des Lebens das Potenzial immer größer wird. Das ist ja, und dass jemand, der was irgendwie ganz besonders gut kann, zum Beispiel der Hippocampus, kann das dann ganz besonders gut ordnen, dass das ein Zeichen von entfaltetem Potenzial ist. Dass der Augenblick, wo du und ich, wir beide mal das größte Potenzial hatten, das war kurz vor der Befruchtung einer Eizelle. Da hätte auch noch ein Mädchen aus uns werden können. Und anschließend differenziert sich das System und es entstehen lauter spezialisierte Zellen. Die haben immer nur einen Aspekt dieses Potenzials in sich. Und diese Spezialisierung braucht man, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und das kann man vergleichen mit Leistungssportlern oder Fachidioten, das ist das Gleiche. Die werden dann auch immer spezialisierter, können meistens auch aus ihrer Nummer gar nicht wieder raus, wie so eine fertig ausdifferenzierte Leberzelle, die musst du wieder zurückführen mit molekularbiologischen Methoden in eine pluripotente Stammzelle. Und dann kannst du eine Lungenzelle aus ihr machen, ja klar. Und das geht nun auch mit so einem Fachidioten und Leistungssportler ähnlich schwer, die wieder zurückzuführen, um dann einen Geigenspieler oder irgend sowas ihm nochmal eine Möglichkeit zu geben, ein anderes Potenzial auszuprägen. Und deshalb ist Potenzialentfaltung eigentlich erst dann möglich, wenn du aus diesen Spezialisierungen wieder rausfindest. Und an diesem Hippocampus siehst du, dass die Natur am Anfang das Potenzial ganz weit aufmacht. Ja. Damit noch nicht
sortiert wird, damit, ja. noch, damit erstmal alles rein kann. Und dann ja. werden wir sehen, was wir davon gebrauchen können. Und je nachdem, was gebraucht wird, das wird dann entsprechend strukturell noch stärker verankert. Dann wird ja. das auch immer schneller, immer besser, aber auf Kosten von Breite. Mhm. Auf Kosten, es ist immer ein Schrumpfen von Möglichkeiten, ja. wenn man sich in so ein Berufsleben hineinbegibt. Mhm. Es öffnen sich spezialisierte Pforten mhm. aus dem ganzen Spektrum des Potenzials. Aber ist diese, wenn du dann in so eine spezialisierte Tür da durchgegangen bist, in dem Raum dahinter, bist du auch weg vom Ganzen. Da ist ja. das ganze Potenzial siehst du nicht mehr, spürst du auch nicht mehr. Und das ist deshalb mhm. so interessant, dass man daraus ableiten kann, dass Menschen nur ihr Potenzial entfalten können in einer Gemeinschaft. Mhm. Und du kannst jetzt mhm. mit deinen Hirnforscherkünsten, mit einem Geigenspieler zusammen und mit einer Kindergärtnerin und mit einem Pfarrer mhm. darüber nachdenken, wie ihr eure verschiedenen Kompetenzen, die ihr da erworben habt, so zusammenbringt, dass da etwas Gemeinsames draus wird. Und das heißt, es ist so ähnlich wie ein Organismus, wo es hier eine Lunge gibt und da eine Leber. Und da kommt doch auch die Lunge nicht, die Lungenzellen kommen doch nicht auf die Idee, mit den Leberzellen darum zu streiten, wer es jetzt besser kann. Sondern die haben jeweils unterschiedliche ja. Teile dieses Gesamtpotenzial des Organismus ja. besonders gut herausgebildet und brauchen dazu aber die Verbundenheit mit den anderen. Ja. Also wir hätten das ganze Problem der Spezialisten, der Fachidioten gelöst, wenn die nicht so isoliert wären. Ja. Ja, wenn die weiter eingebunden wären ins Ganze, dann dürfen sie, sollen sie unbedingt eingeladen werden, sich ja. zu spezialisieren, aber immer ja. mit der Rückkopplung ans Ganze. Das gelingt uns im Augenblick überhaupt nicht in dieser Gesellschaft. Absolut. Dass wir haben also eine hohe Selektion, das heißt, wir haben bestimmte Probleme und glauben dann, dass ganz bestimmte Wissenschaftsbereiche nur das Privileg besitzen, dort drauf schauen zu dürfen. Und das ist natürlich eine dramatische Verengung der Möglichkeiten, die wir haben, genau wie du sagst. Wenn auf einmal es heißt, die Wissenschaft ist jetzt besonders geeignet oder Thema Corona wollen wir gar nicht aufbauen. Jetzt habe ich im letzten Gespräch mit Günter Schiepek haben wir das Thema noch mal ein bisschen aufgearbeitet. Aber das war ein Musterbeispiel. Es ist ein wunderbares Musterbeispiel ja. dafür, dass es verschiedene Spezialisten gibt und dass Absolut. Man nicht sehr weit kommt und auch sehr viele Fehler macht, wenn man einer bestimmten Gruppe ja. dieser Spezialisten auf einmal die Entscheidung überlässt. Und indem wir dann sogar eine Wertigkeit schaffen, indem wir sogar vielleicht sogar noch da moralisieren und sagen, die sind jetzt besonders gut, besonders geeignet, die sind besonders etabliert. Und glaubt, dass man eine komplexe Welt, eine komplexe Gesellschaft, eine komplexe Gemeinschaft aus einer Perspektive allein betrachten kann. Das muss scheitern, weil ich automatisch, genau wie du so schön gesagt hast, wenn die Leberzelle der Lungenzelle erklären möchte, wie ein Sauerstoffaustausch stattfindet, dann bekommen wir ein Problem. Und das haben wir getan. Das heißt, auf einmal hat eine Berufssparte, eine Forschungssparte, allen anderen die Normen aufgedrückt. Und die anderen leider, leider haben nicht entschieden genug, sich dort sozusagen zur Wehr gesetzt, so zumindest meine Wahrnehmung, ja. um die Welt eben zu sagen, nein, langsam, wenn ihr die Gesellschaft und Gemeinschaft, das Sozialgefüge, aber auch pandemische Geschehen halbwegs anschaulich darstellen und wollt, müsst ihr so viele Perspektiven wie nur möglich in Betracht ziehen. Und da gibt es keine Elite, der sozusagen das Privileg zukommt, dann alles bestimmen zu können. Das Desaster ist dann fast zwangsläufig. Ja, und die Politiker, glaube ich, muss man sich dann auch noch mal genauer anschauen. Das Furchtbarste, was einem passieren kann, ist, dass man eine ganz schnelle Entscheidung treffen muss. Da sind die wirklich getrieben worden von den Medien und mussten ganz schnell was entscheiden. Und was soll denn so ein armer Politiker machen, wenn der hört, es ist ein Virusinfekt? Wen soll er denn fragen, wenn es eine Gruppe gibt, die sich Virologen nennt? Mhm. Da glaubt ja jeder Politiker, dass die Virologen sich mit Viren auskennen. Ja. Aber wir haben kein Problem mit dem Virus gehabt. Wir haben ein Problem mit einer Endemie gehabt, mit einer Erkrankung, die sich ausgebreitet hat. Das ist denen nicht bewusst gewesen. Und deshalb haben die nur das Zepter abgegeben an eine Gruppe, von der sie glaubten, sie kennten sich aus. Ja. Und jetzt haben wir das Theater gehabt. Ja. Ja.
Du hast einen Begriff geprägt, ich habe ihn zumindest von dir zum ersten Mal gehört. Im Kontext dieser Analyse unserer geschichtlichen Entwicklung, unserer kulturellen Entwicklung, haben wir ja schon erwähnt, wir haben die Moderne durchlaufen, die Moderne, die also Normen, Traditionen, soziale, festgefügte, tradierte Rituale, alles das ein Stück in die Auflösung gebracht hat. Die Welt sozusagen ging in eine neue Aufruhr, in eine neue Öffnung. Die Postmoderne hat dann nun etwas getan, was noch weiterführt, nämlich hat angefangen, auch das Bestehen, noch Bestehende zu dekonstruieren und zu sagen, nein, nein, im Kantschen Sinne das a priori, das, wie ich die Welt erfasse, bevor ich überhaupt sie wahrnehme, ist das Wichtige und damit ist sozusagen alles möglich, alles erlaubt und dann können wir auch eben 50 Geschlechter definieren. Das würde philosophisch gesehen sogar in dem Sinne stimmig sein, wenn es auch biologisch doch kritisch zu hinterfragen ist. Jetzt hast du aber einen Begriff hineingebracht, der weiterführen möchte, nämlich den Begriff der Metamoderne. Magst du mir dazu ein paar Worte sagen? Ja, ich mache es mal noch ein bisschen einfacher, dann kann man das noch besser verstehen. Es gab nach der Aufklärung diesen Drang und diese Begeisterung über das, was der Mensch so alles schafft. Da haben wir gedacht, wir könnten jetzt mit Hilfe von Wissenschaft und Technik alle Probleme dieser Welt lösen. Und das ist die Moderne geworden. Die trägt uns bis heute, hat ja auch viel gebracht, sind wir bis auf den Mond geflogen und was noch alles. Und dann haben ungefähr in so Anfang des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen Künstler gemerkt, das wird jetzt aber hier zu geradlinig. Das wird ja, das geht ja, da gibt's ja gar keinen Raum mehr. Wenn man sich erstmal in dieses Schiff reingesetzt hat, dann kommt also, was weiß ich, erst das Drehrad und dann das Fahrrad und dann kommt das Motorrad und dann kommt das Raumschiff und am Ende fliegen wir halt, das heißt, wie ein Sog. Diese Moderne hat wie ein Sog alles in Richtung Technologie und Wissenschaft weggesaugt. Mhm. Bis in den Kindergarten rein, dass wir jetzt auf einmal diese MINT-Fächer so wichtig finden und die Kinder schon im Kindergarten mit Versuchskonstellationen dahin bringen wollen, dass die diese Technik und diese Wissenschaft da, die Naturwissenschaft, kennenlernen und sich dafür interessieren. So, und die Leute haben damals gesagt, die haben das vorhergesehen, dass das so einseitig wird und dass der Mensch mehr ist als nur Wissenschaftler und Techniker und haben gesagt, da muss man dagegen halten und haben das, was sie dann gemacht haben, Dekonstruktion und das war dann Postmoderne. Und in einer gewissen Weise haben die aber nur das Pendel aus dieser einen ungünstigen Richtung ausschlagen lassen in die andere, genauso ungünstige Richtung, weil was dann am Ende mit Postmoderne, also mit der Dekonstruktion aller Strukturen rauskommt, ja, ist auch einfach nur noch Blödsinn. Ja. Also die Verfestigung von Strukturen ist blöd, aber der vollkommene Abbau von Strukturen ist auch blöd. Und dann gibt es eine Möglichkeit als Wissenschaftler, das zu erkennen, dass beides blöd ist. Das ist Metamoderne. Mhm. Dieses Erkennen, aha, der eine sagt das und der andere sagt das, das ist beides aus der Perspektive erstmal richtig. Man kann es auch herleiten, warum sie auf die Idee gekommen sind. Aber interessant ist nur der Umstand, dass ich endlich verstehe, warum das hier immer so hin und her pendelt. Mhm. Mhm. Und dann bin ich auf einer völlig anderen Ebene. Das ist eine Metaebene, von der ich runter auf die Welt gucke und kann plötzlich Dinge erklären, die da unten auf der Welt sind, nicht erklären können. Also man könnte es auch mit einer Familienaufstellung beschreiben. Solange du Teil des Systems bist, hängst du drin. Ja. Die Strukturen sind da, du bist da drin und als Wissenschaftler in dem Institut oder als Vater in der Familie, du bist da drin und es geht dir mit dem Fisch, du siehst die Strukturen gar nicht. Du siehst gar nicht, wie blöd die alle unterwegs sind und wie die sich gegenseitig behindern und was da für Mechanismen am Werke sind. Ja. Und deshalb ist es gut, aus dieser Position herauszutreten und das sich von oben oder von woanders her anzugucken, dass die des Beobachters, diese Beobachterposition zu kriegen, weil erst dann sieht man, was da los ist. Ja. Und eine Familienaufstellung macht sowas. Die lässt dich, ich sagte, stell mal deine Mannschaft hier so auf, wie du das denkst. Und dann stellst du sie natürlich so blöd auf, wie sie auch zu Hause ist. Und die Mama in der einen Ecke, den Papa in der anderen und die Kinder irgendwo. Und Oma und Opa kommen auch noch am Rande wohl vor.
Und dann merkt jeder, der sich das anguckt, das ist keine Familie, was du da aufgestellt hast, das ist ein wirrer Haufen. Und dann fangen die Leute an und jeder, der da auch so als Repräsentant das verkörpert, die Mama oder den Papa, spürt das, dass er sich an dem Ort so nicht wohlfühlt. Und dann rückt Mama und Papa zusammen, Oma und Opa kommen dahinter und die Kinder kommen davor. Und dann merkt jeder, ja, das ist jetzt eine Familie, so müsste es sein. Und es geht aber erst von der Metaposition aus, in die du nicht kommst, wenn du Teil der Familie bist. Und das finde ich einen wahnsinnigen Entfaltungsschritt auf der Ebene unseres Bewusstseins, weil was sich im Laufe der Menschheitsgeschichte ja verändert hat, das sind ja nicht die Gefühle oder die Gedanken und das Wissen ist im Grunde genommen auch relativ uninteressant, sondern dass uns gelegentlich mal etwas bewusst wird. Und da das nicht zu vermeiden ist, dass einem ab und zu mal irgendwas bewusst wird, hat sich als einzige durchgängige nennen wir es mal langsam, aber stetig fortschreitende Struktur etwas entwickelt, das heißt Bewusstsein. Wir sind, also es, manchmal mag man es ja nicht glauben, aber wir sind schon bedeutend bewusster in dem, was wir tun, im Vergleich zu der Generation vor uns. Und da kommt jede Generation immer wieder was dazu. Man sieht es nur nicht so richtig. Man sieht nicht. Also jetzt sehen wir eine Generation, die heißt Generation Z. Die Personaler verzweifeln an denen, weil die einfach nicht mehr so funktionieren wie bisher. Die haben denen dann Autos, also Dienstwagen angeboten und eine Sekretärin und ein tolles Büro und so. Und dann sagt der Typ, ja, aber ich weiß noch nicht genau, ich möchte eigentlich nur Teilzeit arbeiten und dann brauche ich auch noch einen guten Kindergarten und meine Frau, also wir wollen dann auch noch mal Elternzeit nehmen. Und dann fallen die Personaler vom Hocker und das ist alles für sie unverständlich. Und sie sagen, die sind faul. Nein, die haben andere Werte. Für die ist was anderes bedeutsam. Die müssen nicht mehr mit dem Auto allen anderen zeigen, mit dem dicken Auto, mit dem sie fahren und dem Dienst. Wir müssen nicht allen anderen zeigen, dass sie was Besseres sind. Die haben vollkommen, das ist ein vollkommener Bedeutungswandel. Und der wird jetzt bewusst von denen sozusagen in die Welt getragen. Ja, großartig. Das wäre, was die heute machen, wäre in 50er Jahren nicht möglich gewesen. Und da hätte man einen Tritt in den Hintern gekriegt und wäre vor die Tür gesetzt worden. Nun kann man sagen, das können die auch nur deshalb, weil inzwischen Arbeitskräftemangel herrscht. Ich glaube, es ist egal, selbst wenn wir genug Leute würden sich trotzdem für sowas nicht mehr hergeben. Aber dieser Wandel der Generationen, den wir ja natürlich wie in jeder Generation auch jetzt natürlich erleben, mit diesem Beispiel auch eben bisherige Grenzen aufsprengen zu können, neue Wertmaßstäbe zu etablieren. Doch glaube ich, dass es bedeutsam ist, dies zu tun vor einem Bewusstsein auch für die eigene historische Entwicklung, was du vorhin so schön mit der Mitte-Ebene beschrieben hast. Also dass wir immer wieder die Kraft finden, diese Höhen zu erklimmen und von oben nochmal drauf zu blicken auf unser so geworden sein, auf diese Geschichte, die sich sozusagen vollzieht und um noch besser zu dem kommen zu können, was ich bin, was ich sein möchte, um die Gestaltung meines Lebens und meiner Umwelt auch noch bewusster vornehmen zu können. Diesen Blick auf die Geschichte, hier habe ich so ein wenig meine Zweifel, ob da noch viel Freude und viel Motivation besteht, auch das eigene so geworden sein, von dieser Seite noch zu beleuchten. Da muss man, glaube ich, nochmal einen Aspekt sich anschauen, der da wirklich vielleicht eine zentrale Bedeutung hat. Nämlich, dass wir seit die Menschen gedenken, also eigentlich seit der Sesshaftwerdung, hierarchische Ordnungsstrukturen haben, die dafür sorgen, dass in der Gesellschaft nicht alles drunter und drüber geht. Und die natürlich auch dazu geführt haben, dass sich Leute in Positionen gebracht haben, von denen aus sie andere herumkommandieren konnten. Und diese Herrschaft, die die hatten da oben, die ist in sämtlichen Jahrhunderten vor uns mehr oder weniger ausschließlich gesichert worden durch Unterdrückung. Peitsche, Peitsche, immer Peitsche. Die Hexen hat man verbrannt, manche hat man in den Bann gejagt. Also das ist ja eine einzige Geschichte von Behandlungen von Menschen,
in einer völlig unwürdigen Art und Weise zum Zwecke der Unterdrückung. Mhm. Gewalt ist dann ein zentraler Aspekt dabei. So, und jetzt haben wir, und das hat sich etabliert, und wenn du da zurückblickst und sagst, oh, wie war es denn im Feudaladel oder in der Sklavenhalterzeit, wirst du finden, das war alles Unterdrückung, das ist manchmal ein bisschen besser geworden. Und dann feiern wir jetzt unsere Demokratie und sagen, jetzt gibt es keine Unterdrückung mehr, wir wollen auch keine mehr. Ist doch eine großartige Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und jetzt muss man aber, jetzt sehen wir auf einmal was anderes. Wenn Menschen, die bisher unterdrückt gewesen sind, noch nicht reif genug sind, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, also wenn die, was der Kant nennt, aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit noch gar nicht rausgekommen sind, und man dann die Führungspersonen oder diese Strukturen wegnimmt, die ihnen bisher Führung gegeben haben, die nicht gut war, weil sie war mit Gewalt und sowas verbunden. Ja. Aber wenn man das wegnimmt und nichts anderes dafür hat, dann entsteht Unkraut. Da wächst jeder, wie er will, da macht jeder, was er will. Ja. Da hält sich jeder für den Knabe der Welt. Ja. Und dann zerfällt eine Gesellschaft. Ja. Und in dieser Gesellschaft, die dann so anfängt, so wackelig zu werden, haben diejenigen, die ja doch noch an der Macht sind, aber nicht mehr mit Gewalt, die finden eine einzigartige Möglichkeit darin, dass sie solche verwirrten Menschen verführen. Ja. Der Mensch, wenn er nicht mehr weiß, wo es lang geht, wird verführbar. Ja. Ja. Und das ist eine Riesengefahr, weil ein Unterdrückter kann sich ja noch wehren. Der bleibt Subjekt. Ja. Der kann sich mit einer verbünden, eine Partei gründen, eine Revolution machen, keine Ahnung. Ja. Ein Verführter, das ist ein Junkie, der schützt im Zweifelsfalle auch noch seinen Verführer. Und da muss man sagen, da sind wir jetzt in einer extrem labilen Übergangsphase gelandet. Das Alte wollen wir nicht mehr, bloß nicht nochmal zurück in diese Gewalt. Aber für das Neue sind wir noch nicht bereit und fähig. Ja. Aber der andere Verführer ist derjenige, der diese Geräte hier programmiert, so dass lauter junge Leute den ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigt sind, als dieses Zeug zu benutzen und damit völlig lebensuntüchtig werden, weil sie gar nicht mehr die entsprechenden Kompetenzen im realen Leben erwerben. Ja, es gibt das Beispiel, das du ja vorhin schon sehr schön mit der Postmoderne ja beschrieben, dass also ich dekonstruiere alle Strukturen und frage mich dann, was bleibt dann? Was gibt noch Halt? Was gibt noch, welche Eckpfeiler tragen mich überhaupt noch? Und hier habe ich ein Bild für mich, das natürlich sehr stark auch geprägt ist von einem evolutionären Denken, dass wir, wenn wir in diese Welt hineinkommen, dass es für mich so zwei Dimensionen gibt. Und ich glaube, dass das nicht mehr so explizit den Menschen klar ist. Es gibt Dimensionen des Freiheitsspielraums, der Gestaltungsmöglichkeiten, wo ich interpretieren und konstruieren kann und damit auch ein Stück mich und meine Welt formen kann. Aber es gibt aber auch etwas, das würde ich so im Sinne von Norbert Bischof das Vorgefundene nennen. Also es gibt auch Dinge, mit denen ich in die Welt geworfen bin und die sozusagen erstmal als Fundament anzunehmen sind. Das ist also, wo bin ich hineingeboren, wie groß bin ich, welche Augenfarbe habe ich, welchem biologischen Geschlecht gehöre ich an, in welche Familie bin ich hineingeboren. Also es gibt Dinge, die sozusagen dort sind, in einem ganzheitlichen Sinne nicht verfügbar sind, zumindest nicht so leicht verfügbar sind. Und ich glaube, dass dass momentan diese Verführung, wenn ich das Wort von dir aufgreifen darf, auch ein Stück weit den Menschen suggeriert, nein, es ist alles verfügbar. Du kannst alles, es ist alles möglich. Du kannst alles ändern. Du kannst jeden Monat dein Geschlecht neu definieren. Du kannst deinen Körper gestalten, wie immer du magst. Du kannst dich einfach selbst jeden Tag neu erfinden. Und dort sehe ich ein Potenzial, das uns genau dieser Verantwortung entheben möchte, dass es eben auch Vorgefundenes gibt und das Vorgefundenes natürlich sehr wohl Einschränkung sein kann, aber es kann auch Erfüllung sein. Es kann auch Halt sein. Es kann auch ordnungsgebend sein. Und diese Balance zu finden zwischen dem
vorgefundenen und den daraus trotzdem immer möglichen Gestaltungsmöglichkeiten, aber beiden zur Geltung zu verhelfen und nicht so zu tun, als wäre alles für mich verfügbar, als könnte ich alles umschreiben und alles definieren. Denn dann heißt das, ich löse mich auf in einer Illusion der Dekonstruktivisten, nämlich ich konstruiere einfach die ganze Welt. Und da fehlt mir die Bodenhaftung, da fehlt mir die Verankerung in einer Lebenswirklichkeit, die auch natürlich auch ja, Struktur, Ordnung und Verantwortung auf uns abverlangt. Und warum soll eine solche, eine vorgefundene Struktur nicht auch etwas sein, was ich ja auch dann bewusst erwählen kann. Ich finde mich nicht nur, ich gestalte mich nicht nur, ich wähle mich auch. Da kann auch Erfüllung drin liegen. Das ist alles vollkommen richtig, was du da sagst. Ja. Aber es gibt einen übergeordneten Kontext, in dem das alles geschieht, und der heißt Profit. Mhm. Mhm. Und solange wir das nicht lösen können, dieses Problem, wird es immer jemand geben, der feststellt, dass wenn er ein Kleidungsstück verkauft, was er sowohl Männern wie auch Frauen verkaufen kann, dann hat er ein aus der Profitorientiertheit generiertes Interesse daran, dass die Männer und die Frauen sich nicht mehr so sehr unterscheiden. Mhm. Gibt es eine ganze Firma, die das hier betrieben hat. Mhm. Und so könnte man das weiterführen und könnte sagen, ja, wenn ich die Unterschiede zwischen den Menschen alle nivelliere und alles gleich und alles beliebig ist, dann kann ich ihnen alles aufschwatzen. Und ich kann sie gut prägen. Ich kann sie gut natürlich auch manipulieren. Ja, ich kann sie verführen, kann sie manipulieren, alles wunderbar. Ja. 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 Und jetzt zu deinem Punkt, das Leben ist, das ist, finde ich, ein schöner Satz, das Leben ist ein Erfahrungen in Strukturen verwandelnder Prozess. Mhm. Das ist der helle Wahnsinn. Für uns als Wissenschaftler müssten auf die Knie fallen, weil eine Erfahrung ist etwas Immaterielles, man würde sagen etwas Geistiges früher. Ja. Ja. Und das Leben verwandelt das Immaterielle in Strukturen. Ja. Und wenn man das so formuliert hat, dann darf man doch unmöglich daran gehen und diese Strukturen, die das Leben gefunden hat, damit diese Erfahrungen verankert werden können, damit das Leben sich sozusagen weiter anhand dieser einmal geschaffenen Strukturen formen kann und nicht wie ein Krebsgeschwür sich überall ausbreitet, da muss man diese Strukturen doch genau angucken, muss fragen, welche Funktion hat die? Dürfen wir die jetzt wegräumen oder sollten wir sie lieber stehen lassen? Ja. Da muss man sagen, da sind wir schon sehr ein bisschen einfach unterwegs. Ja. Also das ist natürlich in vielen Bereichen auf dem du sitzt, den das Leben für dich, sozusagen, damit du dich entfalten kannst, hat das Leben so eine Struktur geschaffen und dann gehst du daher in deinem Machbarkeitswahn und sagst, brauche ich nicht mehr und weg damit. So. Ja. Und am Ende gibt es keine Männer mehr, gibt es keine Frauen mehr, gibt es keine kulturellen Unterschiede mehr, ist alles ein Brei. Ja. Von Menschen, die nicht mehr wissen, wer sie sind und denen man deshalb alles aufschwatzen kann. So ist es. So ist und das ist für das Leben das Schlimmste, was passieren kann, weil das Leben generiert seine Entfaltung aus der Vielfalt und nicht aus der Einfachheit und Gleichheit. Ja. Ja. Also eine gleich organisierte, wo alles gleich ist, das ist Stillstand und Tod. Absolut. Und da steuern wir jetzt tapfer darauf hin, nur damit unser Wirtschaftssystem weiter so funktionieren kann wie bisher. Ja. Ja. Das ist alles bisher ja noch nicht so richtig zutage getreten. Dieses Wirtschaftssystem gibt es ja schon lange. Aber es hat noch nie so eine Macht gehabt über die Menschen. Und deshalb erleben wir im Augenblick eben wirklich eine große Herausforderung. Manche Leute nennen das Transformation und es stimmt, entweder wir kriegen die Kurve oder wir putzen uns selbst weg von diesem Planeten. Ja. Absolut. Und das ist das kann ich nur bestätigen. Es ist der Mensch ohne Eigenschaften, den man gerne haben möchte. Weil der Mensch ohne Eigenschaften ist eben strukturlos. Er findet keine Farbe. Aber so gut manipulierbar wie nichts anderes. So sobald er irgendeine Struktur hat, schon auch nur eine Heimat hat, kann man absolut alles aufschwatzen. Absolut. Und deshalb ist alles auch für uns mittlerweile im Zeitgeist negativ konnotiert. Heimat,
Familie, auch patriotische Empfindungen, auch Traditionen sind negativ konnotiert. Sie haben einen Bebe-Charakter, sie haben etwas Anrüchiges, etwas, was, wenn man so möchte, nur mit Rigidität verbunden wird. So als wenn Familie, Ordnung, Strukturgebung alles immer nur Gefängnis bedeuten würde. Das kann es natürlich auch sein, keine Frage. Aber es ist genauso auch haltgebend und ordnungsgebend. Und von dieser Verwurzelung aus, von einer strukturgebenden Kraft, die ich in mir auch etabliere, kann ich ja erst, was du so schön in deinen Büchern beschrieben hast, erst die Flügel entfalten. Aber die Flügel zu entfalten, ohne Struktur, ohne Ordnung, wird nicht funktionieren, weil jeder Windhauch wird mich dann davonwehen und ich werde keine Kontrolle mehr darüber haben, wo ich am Ende lande. Aber genau das, glaube ich, ist das Zeitgeistphänomen. Man möchte den eigenschaftslosen, man möchte den nicht verankerten Menschen, weil nur dieser ist beliebig wandelbar. Und jetzt kommt doch ein Aspekt, der mir auch sehr wichtig ist, nämlich auf der Suche nach dem, was möchte ich sein, wie möchte ich sein, wer möchte ich sein, werden wir natürlich gespeist durch Ideale, die uns jeden Tag in einer Art von Massenkonsum dargeboten werden. Das heißt, wir bedienen uns alle aus einem Art Grabbeltisch, wie man sein soll. Was ist gut? Was ist toll? Was ist erfolgreich? Und wir merken aber gar nicht, dass wir alle vom gleichen Grabbeltisch greifen. Wir merken, wir tun oder wir haben das Gefühl, nein, ich picke mir was ganz Besonderes heraus. Ich bin jetzt was ganz Authentisches, was ganz Echtes. Und wir übersehen dabei, dass wir alle vom gleichen Grabbeltisch greifen und dass wir die Frage stellen sollten, wer hat diesen Grabbeltisch aufgebaut? Wer hat dieses Angebot dort ausgelegt? Wer lockt meine Aufmerksamkeit, mich genau dort zu bedienen? Und wenn ich das nicht erfasst habe, dann werde ich immer wieder zum selben Grabbeltisch greifen und werde mir selber die Illusion vorgaukeln, ich hätte aber eine ganz besondere Auswahl getroffen, die anderen nicht haben. Tatsächlich habe ich aber mich vom gleichen Grabbeltisch genauso mit. Ja, so komisch das jetzt klingt, komme ich nochmal zu unserer gemeinsamen Herkunft in diesem damaligen sogenannten sozialistischen Raum. Und ich hatte es schon erwähnt, historischer und dialektischer Materialismus hieß das. Zu dem Historischen haben wir vorhin was gesagt. Das heißt, immer das, was man als Phänomen, als beobachtbares Phänomen sieht, wird erst dann richtig verstehbar, indem man sein Gewordensein betrachtet. Und was du hier beschreibst, ist, dass es immer notwendig ist, dass man diese beiden Seiten sieht, die das erst hervorbringen. Also, da gibt es primär erstmal Menschen, die sind mit dem Leben, was sie führen, unzufrieden. Und die haben auch nicht so richtig, was ihnen Halt gibt. Das hat diese Industriegesellschaft und davor die Maschinengesellschaft alles so produziert und hervorgebracht. Und das haben die ja schon aus ihrer eigenen Lebensgeschichte mitgebracht. Und deshalb sind da schon sehr viele da, denen man auch wirklich sehr viel Ersatzbefriedigung anbieten kann. Und ohne die könnte dein Anbieter, das ist Dialektik, ohne die könnte dein Anbieter von noch mehr Scheiß nichts werden. So, das heißt, da gibt es das Interesse der Anbieter, das aber gebunden ist an die Bereitschaft der Kunden, diesen Schrott auch zu kaufen. Und wenn wir jetzt fragen, wie ändern wir da was? Und da will ich ja mit dir eigentlich hin. Und anders, nur dass man davon beschreibt und beklagt, wie es ist, führt ja zu nichts. Wenn wir sagen, okay, da gibt es das Interesse derjenigen, die etwas anbieten. Und die müssen daran interessiert sein, dass die Kunden so unmündig und so verführbar sind wie möglich. Dann kannst du jetzt sagen, das war die frühere Theorie, auch im Sozialismus, dann müssen wir die Anbieter, in Klammern Kapitalisten, Unternehmer, beseitigen. Dann können die nichts mehr anbieten. Wir müssen die Smartphones alle das geht ja soweit auch verbieten und weiß der Koko fast nicht alles. Da ist aber jedem klar, das kann so nicht gehen. Also ist die Interventionsebene, auf der du was machen kannst, der einzelne Mensch, der so verführbar ist. Und dann heißt die Frage, was hat ihn denn so verführbar gemacht und können wir dem
bereits verführten, jetzt nennen wir es mal wieder Verwickelten, helfen, sich aus seinen Verwicklungen zu befreien. Und da kommt die Hirnforschung. Das ist für mich so fantastisch. Und da kommt die Hirnforschung und sagt, ja, wir sind alle Suchende, das ist alles nicht festgelegt. Wir müssen erst unterwegs rausfinden, wie es geht. Dabei können wir aber auf Sackgassen und Irrwege geraten, wo wir uns hoffnungslos verwickeln. Und wenn es uns nicht gelingt, uns aus diesen Verwicklungen wieder zu befreien, kann auch keine Entfaltung mehr stattfinden. Dann hängen wir im Hamsterrad fest und kommen da wahrscheinlich das ganze Leben lang nicht wieder raus. Aber die Hirnforschung sagt, prinzipiell könnten wir daraus. Wenn ich dich also, oder wir beide, diejenigen, die mit uns in Beziehung kommen, ermutigen und einladen und inspirieren, sich nochmal mit der Vielfalt und Schönheit des Lebens zu vertraut zu machen. Wenn wir denen zeigen, wie bunt und wie schön diese Welt ist, könnte es passieren, dass sie anfangen, sie zu mögen. Nicht, weil sie so gut benutzen können für den nächsten Urlaub, sondern weil sie einfach ihnen das Herz erweicht. So, und jetzt kann sowas aber nur jemand erleben, der sich nicht zu weit von sich selbst entfernt hat, der also noch Kontakt zu seinem Herzen hat. Und das sind nun nicht mehr so sehr viele. Viele sind nur noch im Außen und gucken, was die anderen machen und ob sie gut genug sind und ob sie dem entsprechen. Deshalb wäre der Zaubertrank, der dazu führen würde, dass plötzlich die Anbieter von Schrott dastehen und ihnen den Schrott keiner mehr abnimmt. Dieser Zaubertrank würde heißen, und das versuchen wir in der Akademie, so ein bisschen in einer Initiative, wenn es uns gelänge, die Menschen einzuladen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Nicht gleich mit allen anderen, erstmal mit sich selbst, damit sie, und jetzt kommt es, sich selbst wiederfinden. Wenn ich darauf achte, dass ich nicht mehr immer zu Sachen mache, die mir nicht gut tun, sondern liebevoll darauf achte, dass das, was ich tue, mir auch gut tut, dann ist das ein Zeichen von Liebe im Sinne, ich habe ein wirkliches Interesse an meiner eigenen Entfaltung erstmal, damit ich wieder in Kontakt mit mir komme. Ich merke plötzlich, dass ich Bedürfnisse habe, die ich gar nicht bisher so gespürt habe, weil ich sie dauernd kompensiert habe durch irgendwas. Und dann fange ich an, ein anderes Leben zu führen. Ich esse anders, ich mache diese Geräte auch mal aus, wenn ich sage, tut mir nicht gut. Ich bewege mich wieder. Und dann macht man lauter solche Erfahrungen und dann spürt man, dass man kein Bedürftiger mehr ist. Ja. Weil man aus dieser Bedürftigkeit, wo man ständig irgendwas braucht und wo einer da ist, der einem das auch dann noch anbietet, aus dieser Bedürftigkeit und Verführbarkeit kommt man ja nur dann raus, wenn ich kein Bedürftiger mehr bin. Und ein Bedürftiger bin ich erst dann, wenn ich die Bedürfnisse, die ich habe, auch selbst, erstmal in mir selbst und an mir selbst stillen kann. Ja. So, dann kommt etwas raus. Das heißt, das sind Menschen, die mögen sich selbst. Ja. Wie ich vorhin sagte. Diese Narzissten, ne? Die brauchen immer andere. Aber jemand, der versucht, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, der kann das am besten im Wald ganz allein. Ja. Ein Narzisst und ein Egozentriker, der wird verrückt, wenn man den im Wald schickt. Weil da ist ja keiner da, der ihn bewundert. Jemand, der dann so bei sich angekommen ist, der ist nicht mehr bedürftig, der muss nicht ständig was haben wollen. Ja. Der hätte etwas zu verschenken. Und das ist bei dem großen, der Turning Point, an dem es... Wundervoll. Und was ich vorhin beschrieb, als ich sagte, wir werden in etwas hineingeboren, als Geschöpf, und ich darf mich auch erwählen. Wir haben ja momentan genau diese Vorstellung, da ist etwas, was ich nur als Ballast sehe, um mich dann anders zu definieren in dieser Welt, nach welchen Maßgaben auch immer. Aber was mir fehlt, sind zwei Aspekte. Zum einen, ich darf mich auch erwählen und ich darf das Vorgefundene, das, was sozusagen gleichsam mir nicht verfügbar ist, darf ich auch erwählen als, das bin ich und das möchte ich sogar sein. Das kann auch etwas Heilendes, Stärkendes sein. Ja, da kommst du bei etwas an, was mich die ganze Zeit auch beschäftigt. Ich nenne das manchmal den inneren Ruf, die innere Stimme. Also irgendetwas gibt es in jedem Menschen,
vielleicht sogar in jedem Lebewesen, was diesem Lebewesen oder diesen Menschen hilft, sich nicht in der Welt zu verlieren. Wahnsinn. Ja. Das kommt nicht von außen. Das bringen Kinder mit auf die Welt. Das kann man sogar spüren, weil am Anfang wehren sie sich noch dagegen, wenn sie Dinge tun sollen, die diesem inneren Empfinden widersprechen. Und dann lernt man im Laufe des Lebens, diese innere Stimme immer mehr abzutöten. Die passt jetzt nicht. Die ruft dann, dass man eigentlich doch bei seinem Kind bleiben soll, aber man muss ja arbeiten gehen. Und die ruft, dass man nicht alles mitmachen soll, was einem da von Obrigkeiten auferlegt wird. Und dann macht man es doch mit, weil man sonst Unbequemlichkeiten hat. Ja. Das heißt, man verleugnet seine innere Stimme. Man verleugnet dieses, was du da meinst, wofür wir gar keinen richtigen Namen haben. Ja, ja, ja. Und indem man das tut, da bin ich fest davon überzeugt, mag man sich selber nicht mehr. Das ist so, als ob du das Wertvollste in dir selbst, nämlich dieses innere Wissen, wie es richtig wäre, verleugnest. Ja. Und da kannst du nicht mehr rumlaufen und kannst dich noch mögen, sondern dann kannst du nur noch das, wenn ich die Leute frage, was magst du dich, dann sagen die mir, ja, ich habe doch alles das und das und das geschafft. Ja. Ich sage, dann magst du deine Leistungen. Ich habe aber gefragt, ob du dich magst. Und die können darauf nicht antworten. Die wissen gar nicht, was das heißen soll. Ja. Ich mag mich. Und wenn diese Stimme, nennen wir es mal einfach so, jetzt erstmal abgetötet wurde, dann erst bin ich abhängig, erst recht abhängig, dass mir nun andere sagen, wie ich sein soll, was gut ist, wie das Ideal meiner selbst auszusehen hat. Dann bin ich wieder bei unserem Grabbeltisch, weil dann kann jeder mir ein Bild meiner selbst verkaufen, weil ich ja dann nicht mehr hinhören kann, nicht mehr weiß, was ist denn meins. Gibt es einen Urgrund in mir, aus dem etwas emporsteigt, was ich für mich als kohärent erlebe? Weil ich glaube, dass diese Agenten des Zeitgeistes alle in uns auch ein Stück verankert sind im Hirn und uns jeden Tag das Gefühl geben wollen, sie seien unsere, sie seien von uns erschaffen. Dabei wurden sie von außen, wenn man so möchte, eingepflanzt und verkaufen uns selbst Ideale, die in Wahrheit nicht aus uns heraus erwachsen sind. Aber die fühlen sich echt an und das macht sie so verführerisch. Und dann sind wir eben abhängig. Dann brauchen wir die Angebote, dann brauchen wir die Führung von außen und dann passen wir uns der Norm natürlich an. Weil das der Zeitgeist gerade momentan sehr raffiniert macht, ist, dass er sozusagen alles unterfüttert mit dem Gefühl, ach, du bist dabei ja so furchtbar authentisch, du bist ja in Wahrheit ganz echt. Und das fühlt sich dann so schön an. In Wahrheit sind wir dann, wie du sagst, einfach immer mehr Bedürftige. Und auf dieser zwanghaften Suche dann, wo bin ich, wer bin ich, erwähle ich mich nicht mehr, sondern ich bastel mich zurecht nach Normen, die schon lange nicht mehr meine eigenen sind. Und dann schauen wir in die Welt und sehen, wow, die 68er hat sich mal auf den Weg gemacht, eine Art nonkonformistische Gemeinschaft zu formen. Seien wir mal nüchtern, dann kann ich nicht umhin und muss feststellen, dass wir heute einen Konformismus haben, wie er selten in der Geschichte vorherrschte. Also nach 60 Jahren Versuch, nonkonformistisch zu sein, sind wir heute konformistischer vielleicht sogar denn je. Aber jeder davon überzeugt, er sei ganz eigen. Und das halte ich für ein Riesenproblem in der Gestalt. Ja, aber da hast du jetzt genau das formuliert. Das war damals die Zeit der Unterdrückung. Da sind die aufgestanden, auf die Straße gegangen, mal mit Tomaten und faulen Eiern geworfen oder mit Molotow-Cocktails. Heute. Und deshalb kommt uns das noch irgendwie kann man das, da kann man noch hören, dass die irgend so eine innere Stimme hatten, der sie gefolgt sind. Mhm. Und heute sind wir alle verführt. Mhm. Es ist uns nicht gelungen, den Weg in die Freiheit zu finden. Mhm. Ja. Wir haben uns wieder, diesmal mit anderen Methoden, diesmal nicht mit der Peitsche, sondern diesmal mit dem Zuckerbrot in einen Schafstall einsperren müssen. Ja. Und da rauszufinden, wäre die höchste und wichtigste und vornehmste Aufgabe von Wissenschaft. Ja, absolut. Und ich bin als Biologe, ich bin eigentlich, weiß ich, dafür gibt es gar keinen, betroffen, zutiefst betroffen darüber und beschämt, dass meine Wissenschaftsdisziplin, die Biologie, das theoretische Rüstzeug und die theoretischen Begründungen geliefert hat für das, was da jetzt abläuft. Ja.
Also angefangen bei der Rassentheorie und dem Darwinismus in dieser simplen Form über die genetische Determiniertheit des Menschen bis hin zu der Determiniertheit menschlichen Verhaltens durch die im Hirn nachweisbaren Strukturen. Das ist alles, eigentlich, die haben sich als Handlanger verdient. Ja. Und damit ein System mit wissenschaftlich, scheinbar wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauert, was diese Erkenntnisse benutzt hat, um sich selbst zu rechtfertigen. Ja. Ja, Konkurrenz, ohne Konkurrenz kein Fortschritt, ohne Wettbewerb, ohne Selektion. Also ich will ja, die ganzen Schulen, überall ist es dann so geworden. Und jetzt wäre doch das die Aufgabe der Biologie, habe ich immer gedacht, dieses, also wenn sie wirklich eine Wissenschaft ist, wenn es eine wahre Wissenschaft ist, dann muss die doch dringender als alles andere diesen inneren Kern suchen. Ja. Ich weiß, in der Psychologie heißt das authentisches Selbst. Mhm. Das bringst du auf die Welt mit, das authentische Selbst, und das ist nicht verbalisierbar, das braucht auch noch nicht irgendwelche Hirnstrukturen, das ist sozusagen, dass dieser kleine Organismus authentisch er selbst ist und auch weiß, was er braucht, und zwar gar nicht so sehr vom Hirn gesteuert, sondern als Gesamtorganismus. Und das macht die Sache so interessant, weil wir haben überhaupt keine Vorstellung, was jetzt, wenn ich dir sage, folge deinem inneren Ruf, weiß ich nicht, was ich dir da sagen soll, weil wissenschaftlich ist dazu nichts bekannt. Und wenn wir uns da gar zu sehr mit solchen Begrifflichkeiten aus dem Fenster lehnen, dann werden wir auch noch als Esoteriker bezeichnet. So, und das will ich nicht. Ich bin sogar davon überzeugt, dass jedes Gänseblümchen etwas hat, was ihm hilft, wenn einer draufgelatscht ist, sich wieder aufzurichten. Ja. Wo ist dieses innere Wissen dieses Gänseblümchens, wie es wieder in die Entfaltung kommt? Ja. So, das wäre schön, wenn wir mit so einem Gespräch, wie wir das, was wir da jetzt führen, den einen oder anderen Gedanken anregen können. Am Ende muss ja immer der Zuhörer und Zuschauer selbst das konstruieren. Ja. Also wir können nur einladen, ermutigen und so ein bisschen inspirieren, vielleicht auch durch unsere eigene Lebendigkeit zeigen, dass es auch Spaß macht. Absolut, absolut. Und man an der Welt auf keinen Fall verzweifeln darf. Und das ist etwas, das habe ich in deinem Büchlein Biologie der Angst damals gelesen, und diesen Gedanken trage ich bis heute in mir und freue mich so sehr, dass ich ihn heute mit dir so austauschen darf. Ich danke dir sehr und ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten, hoffentlich dann auch wieder persönlichen Austausch. Ich danke dir, Gerald. Ich danke dir und allen, die uns zugeschaut haben.